Herzlich willkommen zur weiteren Folge gerade auf diesem Marsch. Wir starten weiter mit unserem Feldarbeiten. Wir werden jetzt mal gleich den Kalksprecher auffüllen. Da kommt die Meldung, dass er alle ist. Wir müssen mal noch eine Kurse einfahren, dass er über Alu-3 voll nachfüllt. Das habe ich noch nicht. Da werde ich mich erst einfuchsen müssen. Und da die Berechnung sehr lange dauert, ist es jetzt unsinnig, eine Aufnahme zu machen. Auf Feld 13 wird immer noch ausgesät. Wir müssen die Kühe noch versorgen mit Futter. Und die ganzen Gerätschaften. Ja, hier rechts könnte man eine Halle hinbauen. Die Straße noch freilassen für die Kühe. Wir müssen möglichst viele Hallen haben. Dass wirklich keine Fahrzeuge rumstehen. Sei es in dem Bereich. Hier ist noch Deko und Lampen. Hatte ich noch mal ein paar Hallen gehabt von Fett. Ja, da sind die. Warum die Hallen jetzt in dem Ordner sind, weiß ich auch nicht. So, BV Halle Big. Obwohl, die passen da nicht zu, ne? Ich meine, da kann man das schon hinmachen. Da oben ein bisschen Platz lassen für die Straße. Und hier gehen wir genau auf die Kante von dem. Hundertprozentig geht das nicht. Wenn wir gleich zweiten machen. Wir werden da oben eine Straße abbauen, abgehen. Weil das wird ein bisschen eng. Da würde ich ein bisschen hier abgehen. Und da eine Ecke. Dazu müsste ich mich jetzt ein bisschen optisch anders ausrichten. Um ungefähr zu sehen,
müssten wir trotzdem noch in der Halle links und rechts reinkommen, rückwärts. Und trotzdem nicht durchfahren können. Die Lotto-Tore sind vorne. Jo. Das wäre was geworden. So, ungefähr so die Richtung. Bauen. Das Grün nehmen wir ja noch weg. Ja, gut, immer Damenhalle. Hier werden wir ein Stück Straße bauen. Und beim. Ja. Man könnte auch einmal drehen. Von der Seite auch noch eine Halle hin, also ransetzen. Auch an der Kante. Und dann haben wir auch noch eine Unterstellmöglichkeit. Und dann könnte man hier theoretisch, praktisch Maschinenhaus. Na, ohne Hütte wäre Quatsch. Schweinestall. Na, die Gebäude passen da nicht so recht hin. Milchhof. Hühnerstall. Kuhstall. Schweinestall. Müsste man jetzt aber rein theoretisch drehen, ne? Da ist der Mist. So ein großer Widerstall, ne? Futter müssen wir noch kaufen. Beziehungsweise. Das ist jetzt ein bisschen. Wäre vielleicht besser, ne? Wir müssen da kurz ranfahren können. So, sieht doch schon schön aus. Dann können wir auch gleich kalken. Ist ja gar nicht wiederzuerkennen. Müssen wir noch Schweine kaufen. Aber erst schauen wir mal den Stall an, wie es aussieht. Ich habe auch noch ein bisschen Husten. Leider. Aber der ist schon besser geworden. Schön, dass wir sehen können, wo wir herkommen sind, ne? Ja, das heißt aber auch langfristig gesehen noch ein kleine Felder kaufen für ja, Kartoffeln. Mais haben wir schon drinne einmal. Da können wir einen Teil theoretisch Körnermais machen, einen Teil können wir ja Silage machen. Zum Beispiel. Jo. Bestellt haben wir jetzt auf 1. Oder? Ja, Raps habe ich drauf. Raps, 15 ist.
Weizen, 2 ist Gerste, 3 ist Mais, wenn das klappt. Auf 13 ist Hopfen für Bier. Für 12 habe ich Trikale gemacht. Ja gut. Wäre auch zu groß. Auf der 21. Der 26 ist Gras. Auf der 18. Auf der 18 könnten wir Kartoffeln machen. Das heißt, wir gehen mal auf den nächsten Traktor. Das ist hier. Da werden wir uns aber eine richtige Maschine kaufen zum Auspflanzen. Und zwar die Amazone wird zwar auch gehen, ist ein Mod, aber ich persönlich ziehe ein normales Gerät vor. Wobei man auch gucken muss, ob das jetzt auch geht. Wir müssen hinten abhängen. Ich hänge deswegen ab, weil bevor wir überhaupt in eine Garage reinstellen, soll es gewaschen werden. Wir holen jetzt die Kartoffelmaschine zum Pflanzen. Und dann fahren wir auf Feld 18 und holen uns da die Pflanzkartoffel rein. Da müssten wir eigentlich vor düngen. Da müssen wir noch die ganzen Gerätschaften zum Hof bringen. Das muss ja auch noch gemacht werden. Hier geht auch Dünger rein. Hier geht auch Dünger rein. Dann brauchen wir nicht düngen. Und die Erfahrung habe ich schon gemacht, das klappt nicht. Also vorher düngen, dann nochmal düngen, das zählt nicht. Sei denn, wir hätten dann theoretisch Gülle oder Gärreste, dann würde es gehen. Das ist eine andere Art von Düngen, also eine andere, sagen wir mal vom Programm her was anderes als Dünger. Das würde dann noch erkennen als Düngerstufe. Und wenn beides gleich ist, das klappt nicht. Man kann eine Wiese dreimal düngen auf einmal, das geht. Dann muss man beim zweiten Mal ja. Gut. Gut, Kartoffeln gehen rein, aber Dünger nicht. Oder ist das Flüssigdünger? Das ist jetzt die Frage. Das ist schon eine Weile her, was ich mal gemacht habe. Beziehungsweise, ich habe es noch nie gemacht. Dünger geht normalerweise. Flüssigdünger, ah. Dann müssen wir noch einen Flüssigtank aufstellen. Schauen wir mal einen haben. Das war Diesel. Das war der grüne Herbizide. Ja, genau. Der gelbe, der stört mich da auch ein bisschen, weil das ist mir ein bisschen zu sehr. Dann wir hier hinstellen. Drehen. Weil der Gelbe steht am Weg. Stört. Aber das machen wir später. Mal sehen, ob wir mal entsprechend die Aussaat hinbekommen.
Dünge. Warten ein bisschen ab. Deswegen können wir mal die anderen Gerätschaften erledigen. Kurz entlassen. Weil sonst kosten die uns Geld. Legemaschine. So, Rechtefeld 18. Kartoffeln. Hoffen wir mal, dass es lange hinreicht, aber ich glaube eher nicht. Und da wollten wir schauen, ob das überhaupt geht. Ist noch blau. Kartoffeln. 5 Grad. Wieso geht er so? Wir haben jetzt 4. Sollte aber eigentlich bald warm werden, ne? Risiko. Kartoffeln ist eher das Risiko, dass Spätfrost kommt. Das ist bei denen die größere Gefahr. Deswegen sollte man die Kartoffeln nicht so früh pflanzen, weil im Mai immer noch Frost kommen kann. Aber wir haben hier 6 Tage Frühling. Wo ist da Mai, ne? Also März, April. Könnte man so sehen, dass jetzt April wäre, theoretisch. Oder Ende März. Kartoffeln, da reicht ein kleines Feld aus. Man könnte ja noch Rüben anpflanzen auf Feld Nummer 17. So. Wir starten nun von hier. Ja, von da starten. Das ist ja im Grunde egal. So. Immer den alten Kurs löschen. Das Problem haben wir öfter schon mal gehabt. Wir beginnen ein Traktor. 6 Meter. Wir beginnen auf vorgewählten Bahnen. Auf Feld rein. Wir machen mal jetzt mal scharf. Das speichern wir mal aus. Saat. Da. Kartoffeln. Feld 18. Eigentlich soll er mit drin anfangen, aber gut. Er macht schon mal die erste Reihe, was soll's, ne? Oh, geht mal weg, du. Tja, da kann man die anderen Fahrzeuge auch zurückfahren. Gut, hat gereicht. Hier werden wir gleich Nacharbeit machen. Das werden wir gleich machen. Das haben wir nicht auf der Nummer 15 vergessen. Was in dem Sinne ja ungünstig ist, weil wir hinterher könnte es sein, dass wir mehrere Wachstumsstufen reinkriegen. Das möchte ich eigentlich nicht. Wobei Season es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, aber
Aber einen Tag komplett zwischendurch mit Nachpflanzen ist nicht so gut, denke ich mal. Da haben wir es gleich besser, man macht das gleich sofort. Ist ja auch nicht viel. Bei scharf, bei rund, also bei weich, fährt er die Kurven schön. Und wenn er jetzt scharf macht, dann will er rückwärts fahren. Und das würde beim Deich hier, Deich oder Graben, wenn Graben ist, zu Problemen führen. In der ersten Bahn macht er dann Schwierigkeiten. Das heißt, man müsste ständig eingreifen. Und das ist mir eigentlich nicht in meinem Sinne. Also ich bin der Meinung, die sollen alleine arbeiten, fertig machen und hinterher kann man was nachmachen. Wenn man zwischendurch mal eingreifen will, dann kann man nichts richtiges anders anfangen. Aber immer ein Auge dabei ist, oh, was macht er gerade? Spinnt der? Ne, oder sowas, ne? Und so weiß man halt hinterher, man muss nacharbeiten und dann ist es gut. Das sind ja bei diesen eckigen Feldern auch nur die Ecken. Also wenn jetzt links und rechts viel Gras wäre, dann könnte man sagen, okay, man kann auch scharf machen. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier ist meistens irgendwas daneben. Ist aber auch gut so, weil warum soll man Land verschenken, ne? Natürlich könnte man sagen, okay, wir machen immer am Rand ein bisschen Heu oder so, ne? Aber das ist ja immer so extrem aufwendig. Wegen ein bisschen Scheiß hinfahren. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Bald sieht man sich morgen. Tschüssi. Ciao, ciao.